Hallo meine Lieben, mir ist aufgefallen, dass schon lange kein Favoritenvideo mehr kam und jetzt habe ich mir gedacht, zum Ende des Jahres zeige ich euch einfach mal meine Favoriten aus dem Jahr 2014, also alles, was mich so begleitet hat, was ich so gern gemocht habe und alles, ja, was ich mir vielleicht auch zwei- oder dreimal gekauft habe. Aber bevor wir jetzt anfangen, ich habe euch ja gefragt, wie ihr es denn finden würdet, wenn ich meinen YouTube-Namen ändere. Und ich habe mich für mich entschieden, dass ich das ändern werde. Das heißt, ich werde im neuen Jahr ab 2015, ich werde an Silvester um 0 Uhr, werde ich den Namen meines Kanals ändern, anstatt das neue Jahr zu begrüßen. Nee, ich will einfach ab dem neuen Jahr dann Raffaela Blasco heißen. Auf Instagram und auf YouTube wird es dann auch noch so angepasst, weil ich einfach finde, dass es, wie viele auch gesagt haben, irgendwie seriöser rüberkommt und erwachsener ist. Bin halt ich, es ist mein Name. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch den Namen trotzdem merken. Aber jetzt beginnen wir mit dem Video. Dann beginne ich jetzt gleich mal mit der Kette, die ich gerade trage. Und zwar ist es aus dem Online... Oder ist die... Ui. Miezi, hallo! Ich liebe diese Kette, wie die aussieht, so schlicht, aber doch schön und diese trapierten Ketten, nennt man das so? Und zwar ist sie aus dem Instagram-Shop shop_lia. Liebe ich einfach, ich finde, das sieht ganz toll aus und das ist mein erster Favorit aus dem Jahr 2014. Das zweite ist dann, das habe ich erst eigentlich vor kurzem für mich entdeckt, und zwar ist es das Make-up von L'Oreal Indefectible, 24 Stunden perfektionierendes Make-up, Komfort und frischer Ton. Ich muss sagen, ich bin super, super, super begeistert von diesem Make-up. Kostet, glaube ich, 13 Euro und das kann ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Unbedingt mal testen. Ich finde die Deckkraft auch super und ja... Irgendwie riecht es auch gut. Als nächstes komme ich dann zu einem Blenderpinsel, E37 von Sigma. Ich finde den Blenderpinsel super, ich komme super damit zurecht und es lässt sich wirklich schön damit arbeiten. Also man hat dann wirklich schöne, weiche Übergänge. Schaut euch den an, den liebe ich sehr und den kann ich euch sehr ans Herz legen. Schubidu. Als nächstes komme ich dann zu einem Body Scrub. Coconut Crush by Holly's Natural. Das ist ein super Produkt, finde ich. Also ich hab das bis jetzt, ja, wenn ich dran denke, das ist immer eine Sauerei, muss ich sagen. Also das ist dann immer überall, aber wenn man in der Badewanne ist oder so, ich liebe das. Das ist total gut und die Haut ist danach babyweich, wirklich. Also, ja, ganz, ganz, ganz toll und ich bin begeistert. Ich liebe dieses Produkt. Ja, ich liebe das. Dann komme ich für mich zum wichtigsten Teil meines Gesichts, beziehungsweise ja, ein sehr wichtiges Produkt, das ich für einen Teil meines Gesichts brauche, und zwar ja, meine Augenbrauen. Meine Augenbrauen sind mir sehr wichtig. Ja, die müssen einfach immer perfekt aussehen. Da lasse ich mir auch gerne mal 20 Minuten länger Zeit. Und ja, das ist das Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich eine Zeit lang nur immer das, die Dip Brow Pomade benutzt habe, die ich auch sehr liebe. Also wirklich, die liebe ich auch sehr. Nur ich komme in Stiftform irgendwie besser damit klar. Also ich finde, es sieht noch ein bisschen natürlicher aus und oh Gott, also ja, ich muss immer überall dran riechen. Das ist nicht so ein Stift, so ein Augenbrauenstift, wo man malt und dann hat man so einen richtig schwarzen Balken da. Der gibt nicht so sehr stark Farbe ab, also nur ganz, er gibt nur ganz leicht Farbe ab, aber ja, irgendwie sieht es natürlicher aus und ja, ich finde den einfach Wahnsinn. Ich will wirklich nie, 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 nie wieder was anderes benutzen für meine Augenbrauen. Das hast du gut gemacht, Anastasia. Dann kommen wir jetzt zu einem Teil, bei dem ich sehr, 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 sehr lange überlegt habe, ob ich mir denn das kaufen soll. Mann, wenn ihr sehen würdet, wie meine Katze gerade guckt. Die liegt nämlich da am Boden und ja, sehr süß. Du bist auch mein Favorit. Wieder zurück zum Thema. Irgendwie war es mir zu teuer, aber ich bin so froh, dass ich es mir gekauft habe. Und zwar ist es der Beauty Blender. Also nicht das Ebeline Eye, sondern wirklich der Original Beauty Blender, den es jetzt auch bei Douglas gibt und bei Müller.
Bei Müller, glaube ich, gibt es ihn auch, habe ich gehört. Genau, bei Müller und bei Douglas. Und ja, ich liebe den. 20 Euro, man kann super da... Warum rieche ich immer überall? Man kann super damit arbeiten. Ich liebe ihn für den Concealer, aber auch fürs Make-up, finde ich, ist er super, super geeignet. Super, klasse, toll, super. Das Produkt liebe ich auch sehr. Und zwar ist es der 3D HD Kabuki von Sigma. Das ist der, der spitz zuläuft. Ja, den habe ich auch zugeschickt bekommen von Sigma, als ich eben diesem Programm da zugetreten bin. Genau. Und ja, der ist toll. Das Make-up lässt sich gut auftragen, lässt sich auch gut in die Ecken, weil er eben so spitz zuläuft. Und ja, den kann ich euch auch sehr empfehlen. Mein Gott, die Haare kitzeln. Boah. Ja, den liebe ich auf jeden Fall auch sehr. Als nächstes komme ich zu einem Lip Liner. Der Lip Liner ist von Rival de Loop und heißt Rosewood. Ist aber von Rival de Loop Young. Das ist so ein Rotbraunton. Einfach ein Traum. Schaut euch den an, ist nicht teuer und eine super, super, super schöne Farbe. Da. Weiter geht's mit einem Camouflage, mit einer Camouflage Creme. Das ist die Camouflage Creme von Catrice. Ja, also für Concealer benutze ich ihn nicht, aber es ist wirklich, es juckt. Für was benutze ich es eigentlich meistens? Genau, meistens benutze ich es eigentlich, um meine Lippenkontur sauber zu machen oder für die Augenbrauen. Um die Augenbrauen zu ummalen, dass die Ränder auch sauber sind. Dafür ist die super geeignet und ist eben auch nicht teuer. Deswegen schaut es euch an. Dann geht es weiter mit Double Pearl Ohrringen. Und zwar wurde ich da auch schon öfters mal drauf angesprochen. Und ich verstehe auch gar nicht, warum ich die nicht dran habe. Kleinen Moment. Ja, so sehen die aus. Und zwar ja, sind es ja eigentlich erfunden von Dior. Ich habe die von Shop Lia auch. Die hat die in ganz vielen Farben und ganz vielen Ausführungen. Und ich habe sie jetzt in bereits 3 Farben. Auch wenn man eine Kette dran hat, kann man die auch super gut tragen. Schön, oder? Genau, ist auch ein Favorit aus 2014 und mal ernsthaft. 200 Euro für solche Ohrringe. Nicht wirklich. Nein? Ich glaube, das würde ich nicht mal ausgeben, wenn ich es hätte. Bald kommt ja auch mein versprochenes Video für meinen Schminktisch. Aber es ist noch nicht ganz fertig und gerade im Moment wollt ihr ihn auch gar nicht sehen, weil es aussieht wie, ja, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und dazu habe ich letztens bei H&M, also letztens ist gut, vor einiger Zeit bei H&M, so ganz süße Handtücher gesehen. Und zwar sehen die so aus. Also ich meine, da ist Lippenstift drauf. Klar, dass ich das kaufen muss. Sollte es auch aktuell noch geben. Schöni. Ja, ja. Und dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsdings, das ich nicht mehr missen möchte. Und ich habe mich gerade dazu entschieden, dass ich die verlosen werde. Ist das nicht toll? Ich werde die verlosen. Also nicht die, weil das ist meine, die gebe ich nicht her. Aber ich werde euch eine verlosen. Ich werde euch eine kaufen und werde die dann denjenigen, der die das ist, verschicken, die gewonnen hat. Und zwar ist es die Naked Basics von Urban Decay. Ich liebe diese Palette. Es ist wirklich eine Basic Palette und man braucht sie einfach. Die ist toll und die lässt sich gut verblenden, die sind gut pigmentiert und so weiter und so fort. Also es, ich liebe die. Ich liebe sie wirklich. Ah, ja, die ist schön. Gell? Ja. Ich war ja erst ein bisschen unschlüssig, weil ich mir dachte, ja, so Brauntöne und so muss jetzt nicht sein, aber sag mal. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Und mit den Teilnahme, also wenn ihr sie gewinnen wollt, dann folgt mir auf Instagram und folgt mir auf YouTube. Also ihr müsst YouTube-Abonnent sein. Also wenn wir ehrlich sind, checke ich das wahrscheinlich sowieso nicht, wenn ihr mich nicht abonniert habt, aber ehrlich sein zu mir, gell? Ja, wäre schon schön, wenn ich sie jemandem schenken könnte, der nicht nur mitmacht, weil es was zu gewinnen gibt, sondern wirklich auch irgendwie
mich mag. Und ja, wir machen das folgendermaßen. Schreibt mir doch in die Kommentare, warum ihr diese Naked Palette gewinnen wollt. Und ich suche dann bis zum 01.01.2015 um 18 Uhr einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus. Also eine Gewinnerin. Ja, würde mich freuen, wenn ein paar mitmachen. Hab schon lange nichts mehr verlost, deswegen ja, spontan gewinnen. Ihr wisst ja bereits, dass ich die Anastasia Palettes, die ich habe, sehr, sehr liebe. Und deswegen zeige ich euch die jetzt nicht mehr. Es ist auf jeden Fall auch ein Favorit von mir, aber die lassen wir jetzt mal weg. Ich habe mir vor einiger Zeit Eyeshadows und ja, ein paar Pigmente von Make-Up Geek gekauft und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Ich liebe die Farben und ja, ich wollte euch schon lange mal ein Video damit machen. Ich habe es auch gedreht, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, es zu schneiden, so dass es mir gefällt. Die liebe ich auf jeden Fall auch sehr und sind gar nicht so teuer. Klar, es kommt aus Amerika. Ich musste Zoll zahlen, weil ich es natürlich wieder völlig übertrieben habe. Keine Ahnung, warum ich mir übrigens nur 8 gekauft habe, anstatt 9. Fürs 9. hat das Geld nicht mehr gereicht. Und ja, ich liebe den. Die liebe ich sehr. Ich habe neue Favorite Abschminktücher. Ich habe ja die von BB schon probiert, von Balea. Die von Balea sind beschissen, muss ich sagen. Und die von BB finde ich stinken. Synergen Abschminktücher, Reinigungstücher, alle Hauttypen, Sweet Touch. Ich finde, die sind weich, die riechen gut und ja, besser als alles andere, das ich jemals probiert habe. Dann komme ich noch zu Schuhen. Latschen-Schlappenschuhen. die sind zwar aktuell von H&M, aber ich finde die ganz, ganz schön mit Gold und was ist das für ein Muster, so komisch Schlangen? Nee. Habe ich mir vor kurzem bestellt und freue mich da schon, das im Sommer zu tragen. Waren auch nicht sehr teuer und ja, die habe ich mir eben mitgenommen, weil Gold geht immer. Dann kommen wir zu meinem All-Time-Favorite und zwar ist es meine kleine, süße Miezi-Katze, die mich ja so liebt. Hübsch du hier? Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall auch mein All-Time-Favorite. Ich bin das bestimmt auch bei ihr. Irgendwas so. Warum spielt die mit meiner Lückenwickler? Da hätte ich ja fast mein allerliebstes Lieblingsteil vergessen. Und zwar ist es auch ja relativ neu, aber ich liebe es sehr und es ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das ist der Lime Crime Velveteen in der Farbe Wicked. Ich habe den nicht über Lime Crime direkt gekauft, weil er da ausverkauft war. Genau, die Farbe war ausverkauft und dann bin ich auf cocktailkosmetik.irgendwas gegangen. Ich werde euch die Infos in die Infobox schreiben und habe ihn mir da bestellt. Da war er relativ günstig und oh, und zwar ist es so ein dunkelrot, so ein Bordeauxrot und schon allein oh, wie der riecht, also der riecht wie Vanilleeis, wirklich wie Vanilleeis und wenn man den eben aufträgt, ist er erst so ein bisschen glänzend, aber er wird halt dann komplett matt und ja, den kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich will mir auch unbedingt noch mehr von Lime Crime zulegen, zumindest von den Velveteens, weil die wirklich toll pigmentiert sind, sie halten gut und ja, 1A Top-Produkt auf jeden Fall. Eines meiner liebsten, allerliebsten Lieblingsteile aus diesem Jahr, auch wenn es eigentlich aus diesem Monat ist, aber ist super. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht bei meinem Gewinnspiel mit. Dann wünsche ich euch ein traumhaftes 2015. Rutscht schön rein und ja, mein Handy. Rutscht schön rein und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald demnächst wieder. Tschüss!